Ahoi Leute, und willkommen zum nächsten Part von meinem Tidecraft Multiplayer Play mit LaFishy, mit Chantal, ohne Doges, weil die tot sind. Immer noch hier in diesem ekelhaften Gebiet mit ekelhaften Gegnern und ekelhafter Scheiße. Und das ist der 99. Part. Bald haben wir den dreistelligen Bereich erreicht. Und wir wissen noch nicht, was wir zum 100. machen. Vielleicht machen wir einfach einen Part, in dem wir dann alles besiegen. Also, in dem wir durchspielen. Habe ich gerade einfach so gesagt, weil ich mir so dachte, hey. Weil ich das gestern gesagt habe. Ernsthaft? Nein, du hast einfach gesagt, da machen wir einen dreistündigen Part. Ich habe gesagt, jetzt, dann machen wir einfach das Spiel zu Ende. Ja, das mache ich mit dreistündigen, weil ich denke nicht, das Spiel noch 3 Stunden geht. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Spiel noch geht, Alter. Ich glaube, doch, wir nehmen hier noch 4 Parts dran auf. Sicher? Ja. Ja, ich weiß nicht, also ich... Obwohl, ne, also eigentlich, also wir sind doch schon ziemlich weit. Also ich weiß nur von dieser Gefängnisebene, die er kommt. Ja, genau. Und die ist ziemlich arschig. Das ist die 4. Part in Folge, weil wir einfach gerade in einem Lauf sind. Gewundener Abstieg. Ich mag gewundene Abstiege. Und da ist ein Brunnen. Okay, das war's dann mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Einfach so ein 1 Minute 6 Sekunden Part. Oh, fuck. Was? Ich hasse es, wenn die stunnen. Ich auch, aber ich stunne auch meistens. Allahu Akbar. Das Problem ist, wenn du stunst, du bist gelevelt. Oh, danke. Alter, ich muss nur 3 Striche. Das Problem, wenn er sich heilt, ist, dass ich bin tot. Warum? Weißt du, wer da ist? Weißt du, wer da ist? Weißt du, wer da ist? Ein Schwarzer? Weißt du, wer da ist? Ein Schwarzer? Mit Feuerschaden? Typhon? Mit Feuerschaden? Ein Schwarzer mit Feuerschaden? Sehe nicht. Er steht da hinten. Sehen wir noch nicht. Sag froh. Lass die einfach alle einzeln rauspullen. Die haben coole Speere, Alter. Sammel ihn auf. Die werden aber ein bisschen kleiner bei dir. Ich hab den gleichen. Pass auf, siehst du ihn? Der ist ein blauer. Ja, aber der macht so eine Feueraura wie der andere eben. Hätte ich getötet? Ja, das macht der. Na und? Das ist Insta-Kill. Aber ich kann ihn stunnen. Entschuldigung. Gesundheit. Danke. Der macht mir gar keinen Schaden. Alter, mich hat der Insta gekillt, aber auch nur mit dieser Welle. Ich hab schon in der Meisterschaft genommen, war vielleicht nicht die beste Einfall. Mach mal Dings an. Eichenherz. Ah, oh, warte mal gar nicht. Oh, fuck. Ich habe inzwischen ein bisschen Respekt vor denen gekriegt, weil die sind einfach... Ich nicht. Ein bisschen stark. Ja, wir können jetzt oben in die Höhle rein oder unten lang. Ich gehe aber. Ich würde erstmal sagen in die Höhle. Ich würde erstmal sagen hier unten, weil hier sieht es nicht aus, als würde es weitergehen. Weil hier geht's auch noch runter. Doch, hier geht's auch runter, scheiße. Ja, lass uns erstmal runtergehen. Ja? Ja. Und in die Höhle jetzt gehen. Da geht's auch runter. Also es wird wahrscheinlich einfach wieder nur im Kreis führen. Denke ich nicht, weil das. Nein, in der anderen Höhle, da ging's doch auch, da konnten wir uns auch hier so links auf so eine Plattform porten. Also ich würde lieber erstmal in die Höhle gehen. Okay. Ah, schon wieder 4 Minuten damit verquasselt. Obwohl wir erst 3,5 aufnehmen. Und ich habe immer noch nichts weiter angezogen, außer nichts. Er hat sich eigentlich nur weiter ausgezogen. Nee. Nacktaufnahme erst ein paar hundert, weißt du doch. So, like schade. Kirschi. Vielleicht startet heute. Ich weiß nicht, welcher Part das ist, wenn wir es hochladen. Das ist doch erst in 2 Wochen Montag. Nee, Dienstag, 2 Wochen Dienstag. Dann werden wir wahrscheinlich vor 2 Wochen ein neues Let's Play vielleicht angefangen haben. Mit dem werten Herrn Kirschey. An welchem Tag werden wir das eigentlich hochladen? Weiß ich nicht. Ich hab an vielen Tagen Zeit. Ich hab... Mittwochs und Freitags Zeit. Und Kirschi will wahrscheinlich wieder nur einen Part die Woche hochladen. Ja, dann laden wir einfach alle Parts hoch. Man muss ja mitziehen, ne? Ich könnte ab nächstem Jahr auch einfach jeden Tag aufnehmen. Jetzt könnten wir das Dings aus den Seelenscheiß bekommen. Ja, ich hole mir erstmal die außergewöhnliche Truhe hier. Weil da 10.000 Gold drin sind und ein grüner Stab und noch ein bisschen Scheiß. Ich brauche kein 10.000 Gold. Ich schon, ich habe nur 6 Millionen. Ich habe 6,8 Millionen oder so. Ich habe inzwischen, Moment, ziemlich genau, 6,175. Oh, nope. Yep. Der Hurensohn schießt Pfeile.
Wenn es dann. Oh fuck, macht der viel Schaden. Pass auf, pass auf, pass auf. Der macht richtig viel Schaden. Ja, und der hat doch einen Mana-Burn. Einer seiner Pfeile hat mich fast gekillt. Oh ja, deshalb haben wir auch keine Eichenhand mehr an. Und hier keine Giftklingen. Lauf du einfach ein bisschen vor ihm weg und ich kill ihn. Wie viel Leben hat er? Fünftel. Abgezogen jetzt. Boah, dieser Huren. Ich stun ihn. All in. Okay, raus ist der Aura. Kurz wieder alles anmachen. Ich hab kein Mana. Diese Aura regt mich richtig auf, ne? Nimm Mana-Trank. Ja, die haben ein bisschen höheren Cooldown als normal. Oh fuck! Was hast du Mana-Burn drauf? Nein, aber er hat mich gefokust jetzt. Gut. Erstmal die Kiste. Erstmal die Kiste looten. Ich komme aus seinem Mana-Dings nicht mal aus seinem Mana-Burn nicht mal raus. Wenn ich da versuche rauszulaufen. Ja, das lautet einen noch. Machst du es dann? Machst du es dann? Machst du es dann? Nein, ich hab keinen. Gerade erst gemacht. Achso, hab ich nicht. Ja, dann sag das doch, da war ich am Looten. Hälfte Leben. Stun ist drauf. Der ist halt auch echt kurz gestunt, Alter. Mana. Der Mana Burn ist übrigens auch ein Lebensburn. Ich weiß. Man kommt aber nicht, ich halt kurz einen Lag grad. Ich bin ja auch gerade wieder mit. Du hast kein Eichenherz mehr. Gestorben? Ja. Ich kam nicht raus und bin in Insta gekillt. Portal, das ist da, okay. Ja, super. Ich bin sogar rausgelaufen, aber. Also, er hat ihn gemacht. Ich bin einfach weitergelaufen. Trotzdem ist mein Mana weggeburnt. Also, nicht ganz so viel, aber trotzdem. Ich mach meine Standarte. Und jetzt ist dann. Das hat irgendwie nur 2 Sekunden geholfen. Oh, fuck. Du brauchst mehr Energie. Aber sein Dings tötet irgendwie nicht. Ich mach Eichenherz wieder an. Doch, mich hat's eben gekillt. Also, mich tötet das nicht. Also ich sag Bescheid, wenn du Leben brauchst. Ich heile mich die ganze Zeit betränken. Super. Ich stehe in seiner Mana-Aura, fuck. Ja. Ich hab keine Mana-Tränke gleich. Ich hab noch 44. Okay, der regeneriert auch Leben. Ja, ich sehe schon. Okay, jetzt konnte ich gerade rauslaufen. Ihr greift du ihn einfach an und ich laufe hier einfach nur hin. Ja, das ist nicht so einfach. Vor allem, wenn man noch Schaden kriegt, wenn er einfach nur in seiner Nähe steht. Vor allem, weil du ihn immer um diese Säulen rumlockst. Ja, damit ich nicht getroffen werde vielleicht? Ich kann ihn aber an diesen Säulen nicht angreifen, weil es dann buggt. Weil er sich dann nicht entscheiden kann, um welche Seite er läuft. Siehst du, siehst du, siehst du? Ich laufe dann erstmal 3 Mal um die Säule rum oder so. Er ist tot. Seid ihr verloren? Gar nichts. Das grüne Teil. Ja, das war aber nichts Gutes. Wir wissen, was es ist. Ein Bogen. Mit 68 Schaden. Ja, das ist scheiße. Ja, und was war das? War das jetzt eine Quest oder was? Keine Ahnung, Mann. War vielleicht eine von den Quests, die wir gerade erst angenommen hatten. Das war für einen Questgegner. Ja. Der war ganz schön stark für einen Questgegner. Versteh's nicht. Ich hätte mir auch mal Socken anziehen sollen. Ich habe jetzt noch 19 Tränke und 9 Energietränke. Ich habe noch 29 Tränke und 43 Energietränke. Oh fuck. Sechs Hexe. Giftschaden, ja. Stimmt. Vor allem mein Klingenschärfen geht nicht aus, aber mein Giftschaden. Ja, Klingenschärfen ist dauerhaft das Skill. Dafür brauchst du auch kein Mana reservieren. Doch, brauche ich. Das kostet nur einmal Mana, oder nicht? Nein, das ist Klingenreserve. Also das sind meine beiden Teile, die ich immer habe, die haben halt immer reserviert. Oh fuck, okay. Ich habe mir übrigens gestern circa 10 Mal anhören dürfen, dass ich auf eine sehr seltsame, aber doch lustige Weise spiele. Weil ich meinen Charakter total verskillt habe, aber trotzdem schaffe es zu überleben halbwegs. Außer, dass ich 7000 mal im Part sterbe, aber ich schaffe es halt trotzdem irgendwie mit Freddy zu überleben. Und das wurde mir gestern ca. 7000 bis 8000 Mal erzählt. Ich weiß nicht, ob du komplett verskillt bist. Ich weiß, dass ich komplett verskillt bin. Weil ich 2 Sachen genommen habe, die überhaupt nicht zusammenbringen, nämlich Natur und Sturm? Nee. Traum.
bringt überhaupt nichts. Ja. Also ich würde mal sagen, meine Kombi ist auch nicht gerade die beste. Du hältst nichts aus und machst aber dafür Schaden. Also. Ja, das gleiche habe ich ja auch ungefähr. Ja, wenn ich auf Tank hätte gehen wollen, hätte ich... Erde. Danke, dass ich nicht weggehen konnte. Erde und Verteidigung gehen sollen. Ich konnte gerade nichts machen. Ich war gerade einfach... Machst du ein Portal? Ja. Bin ich fast gestorben gerade? Oh, er hat mich gestunt. Super, und ich habe ihn gestunt durch meine Todesaura. Oh ne, Sans hier, hol dir. Oder mach's nicht. Also ein Wurfmesser tötet die schon fast halb. Wieso haben die Blutungsschaden? Wollte ich haben. Das sind Geräte, aber die haben Blutungsschaden. Da stehen noch zwei. Ja, den Helm brauche ich nicht, mein Helm momentan ist besser. Aber die Panzerhandschuhe wollte ich wirklich gern haben. Wieso haben die Blutungsschaden? Das sind Geräte. Magische Kreaturen. Ich kann auch mit Magie zum Bluten bringen, Bitch. Ja, jetzt kommen die Gefängniszellen. Ah, der Seelen. Oh nein, nicht die Spinnen. Oh Mann. Wenn meinst du, das ist nicht ready, jetzt ist dann ready. Allen! Die Kleinen sind sogar ziemlich lange gespawnt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin gestunt, Hilfe, irgendwas, heal! Danke. Puh, scheiße, Mann. Das war knapp. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, mein Finger geht auf 3. Ich bin gestunt, mein Finger klickt auf 3. Heal, ich heal dich. Einfach richtig gut. Sperrt, okay. Oh nein! Oh mein Gott, ich bin eingedingst, Ich auch. Super, ich komm nicht mal raus! Der erste Teil trifft mich, das bin tot. Oh fuck. Bist schon wieder fast tot. Ich hab den Starter gegeben gerade. Bin gestunt. Was hasse ich so? Das ist dann sogar noch schlimmer als die anderen, weil du kannst einfach. Bist du, der ist richtig lang. Ja, vor allem, du kannst dich ja dabei noch wehren, aber nicht so richtig. Erstmal die Großen. Die sind nämlich richtig abgefuckt. Die können mich an. Oh, da hinten ist der nächste Brunnen. Ich muss gleich mal gucken, wie viel Schaden meine Schockwelle macht und wie viel Schaden der Dingens macht. Dann würde ich den nämlich umskillen, dann scheiße ich auf das ganze Geld, weil das brauchst du eh nicht. Dann skill ich einfach einmal um. Wie lange haben wir noch? Weniger als 10 Minuten. Warte. 6. Gehen wir zuerst durch die große Tür oder zuerst 6,5. Nach oben? Welche große Tür? Die hier. Achso, nee, wir gehen erst nach oben. Ich weiß nur, dass man hier oben irgendwas zusätzlich machen konnte. Ja, wahrscheinlich die Seelenstein holen. Mann, hier sind auch nur Gefängniszellen. Ich mag den Stun, glaube ich, lieber als die anderen, weil ich mich dabei noch healen kann mit meinem Dingens. 3 Stück. Machen wir lieber eine Standarte. Ich habe mich einfach mitten reingestellt. Dann sie. Entschuldigung, dass ich mir so oft klicke, aber... Erstes ist tot. Das mach ich einfach gerne. Zweites tot. Wir sind tot. Okay. Die dritte ist einfach so schon gestorben. Ja. Das war die erste sozusagen. Da rechts ist eine Tür gewesen. Links auch. Hier geht's wieder runter. Okay. Hinter die große Tür wahrscheinlich. Nope. Tschüss. Ein gelber, komm. Das sind 3 gelbe. Ja, aber nur einen angelockt. Oh, jetzt klingelt das Telefon schon wieder. Hört euch den auch schnell, falls ihr das hört, ignoriert es einfach. Ich ignoriere es ja auch. KS. Ich muss gleich erstmal so im Händler und mir Tränke holen. Wollen wir erstmal durchgehen? Ja. Hinten sind Spinnen schon mal. Da hinten ist ein Ausgang. Oh, fuck.
Gestunt. Die auch gestunt. Dieser Blitzschaden, Alter, ne? Der ist so extrem krass. Okay, merke doch lieber erst die kleinen töten anstatt die großen. Wieso? Da liegt, was für dich? Albino-Spendnetz? Mhm. Worum geht's da? Nur weiter. Da hinten ist eine Quest. Wahrscheinlich ist das ein Erebus-Kristall oder? Wahrscheinlich, oder vielleicht die Dinger. Oh nein, das ist schon wieder so ein Großmeister-Bogenschütz wie eben gerade. Der Boss. Weißt du noch? Nein, der Supertyp? Ach, ja. Okay, warte, da wähle ich mich mal kurz voll. Machst du deine Stunning-Kriegsstandarte und dann los. Der Stun hält lange. Ich glaube, der kann aber nicht. Ja, der macht eine Flammenaura, kein Mana-Burn. Ich auch. Der macht aber keinen Mana-Burn, wenigstens. Mensch. Ich muss halt trotzdem mal kurz in die Stadt gehen, weil ich sonst am Arsch bin. Ja, okay. Mach das, meine Abonnenten werden in der Zeit einfach warten. Ja, ich würde mir vielleicht in der Stelle auch Tränke noch schnell holen. Ich hab noch 20. Also ich hab noch 6 Heiltränke und 10 Heiltränke und 6 Energietränke. Ich hab noch 20 und 41, also. Ja, okay, das liegt aber auch an diesen Mana-Burn-Typen. Hm? Liegt aber auch an den Mana-Burn-Typen. Ja, an dem habe ich auch echt viel verbraucht, 10 Stück, ey. Soll ich mal ganz den Dreck verkaufen, den ich hier hab? Ah, ich würde eigentlich jetzt gern Varo gucken, weil ich wissen will, wie das jetzt ausgegangen ist gestern. Ich habe den Part von gestern noch nicht geguckt. Ich habe keine Ahnung, ob Zombie überlebt hat. Also für euch vor 2 Wochen. Ich habe keine Ahnung, ob Zombie überlebt hat oder gestorben ist. Zombie und Mordado. Und das wird sich dann kaufen können, hey. Ja. Du kannst einfach mit Doppel, also mit beiden Maustasten arbeiten, das ist eigentlich ganz einfach. Wir haben auch nur 2 Minuten. Also 3. Wollen wir den doch noch schnell besiegen und dann aufhören, weil ich muss dann auch langsam essen. Ja, okay. Können wir machen. Ich steht da. Super. Dann lass uns mal hoch. Ah, ich hab kein Dingens mehr. Ich hab ne Idee. Du läufst vor ihm weg, sagst mir, wenn ich dich heilen soll, sag's am besten frühzeitig. Und dann mache ich ihm einfach die ganze Zeit Schaden von hinten und dann tauschen wir wieder, wenn er mich angreift, okay? Okay. Weil dann können wir auch überleben. Also ein Flammerer tötet mich. Ja, du musst einfach schnell genug weglaufen. Ist so. Er ist schon halb tot. Halt mich! Ich hab schon Dart erstmal setzt. Deine Flammenpfeile sind auch nicht so ganz ohne. Ich hab erstmal den Grab aktiviert, damit es nicht ganz leer geht. Hat mich. Bin schon wieder auf Angriff. Ja, der ist einfacher als der eben. Ja, aber der kein Mana Burn hat. Ja, aber auch dem, kein Mana Burn, der ist tot. Benzina Toxo. Okay. Hast du ein Grab? Ja, hast du, okay. Was ist das mit diesen ganzen Gegnern hier? Keine Ahnung, vielleicht eine Special Aufgabe. Ich denke, das ist eine Quest von denen, die wir gerade eben aufgenommen haben. Das ist keine Quest. Wir haben als Quest, dass wir die Rebus-Kristalle töten sollen. Obwohl, doch, die eine habe ich nicht angeguckt. Die untere. Doch, Hades Generäle, stimmt. Hades Generäle, ja. Plus, sie erhalten plus 5% Gesamtschaden. Wow. Habe ich ja nicht schon genug von. Bisschen mehr Leben wird holen. Ich habe keine Ahnung, Mann. Spinnen. Ich habe mir fast gedacht. Alter, fuck, dieser Blitz, ne? Der ist so verdammt stark. Kann man die ganzen Seelen eigentlich befreien aus den Gefängnissen? Ich glaube dann nach hartes Kampf. Mein Gott, du hast die Endpost gespoilert. Alter! Ich bin durchgehend fast tot wegen diesen scheiß Blitzdingern. Weil die so extrem viel Schaden machen, Alter. Den Endboss gespoilert, wow, das Gebiet spoilert ihn nicht. Nein, nein, wie du schon richtig erkannt hast. Und, warte. Die Typen haben ihn auch noch nicht gespoilert. Nein, nein. Wirklich nicht? Nein. Also, wenn die Gegner noch irgendwo rankommen, kann ich mich immer noch ziemlich gut wehren gegen die. Ist dann halt. Da liegt wieder Albino-Spinnennetz. Und da ist wieder ein schöner Grafikbug.
Der Pass ist ja vorbei, also wir können auch schnell kurz da hochgucken und zu wissen, was da ist. Da ist nichts, okay. Dann haben wir zum Glück da unten den Brunnen und dann können wir da anfangen. Müssen wir nicht mal da hochgehen, dann gehen wir einfach da runter und hoffen einfach mal, dass wir alles schaffen, ne? Genau. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao. Tschüss.